Ja, servus Freunde, hier spricht der Matura-Fahrer Roberto. Am sechsten Tag meiner kleinen Osterfahrt, die mich geführt hat nach Kroatien, genauer gesagt nach Pula und im Hinterland von Rovinj oder zwischen Rovinj und Pula. Jetzt bin ich auf der Heimreise. Ich war heute Nacht wieder über Nacht in Neuhaus 1 bei Arnoldstein am Gasthof Leutz-Oitzl. War wieder wunderbar. Und das Wetter ist jetzt endlich mal schön. Gestern bin ich heimgefahren durch ganz Slowenien. War ja Dauerregen eigentlich, ne? Dauerregen und heftiger Regen eigentlich. Es war halt interessante Fahrt, muss ich sagen. Bin ja über den Predelbass gefahren im starken Regen und es war erstaunlich, wie gut wieder meine Reifen gehalten haben. Ich zeige es euch kurz. Hier meine Heidenau Scout K60. Bin ich echt begeistert von den Reifen. Dann zeige ich hier mal gleich mein Gepäck. Bin gerade beim Aufpacken wieder. Ich habe nur eine leichte Tasche dabei. Bin also seit geraumer Zeit wieder unterwegs mit kleinem Gepäck, wobei die Tasche eigentlich noch zu groß ist, habe ich festgestellt. Die fasst glaube ich 60 Liter, aber die haben, kann man dann zusammenschnüren und ist schon am kleinsten, an der kleinsten Einstellung hier drin. Tankrucksack, da ist im Wesentlichen nur mehr Regenzeug drin. Und der Reifenspray, ja, so steht es da und so schaut es aus da. Endlich ein sonniger Tag, ich habe schon gesagt. Und jetzt geht es weiter. Schauen wir noch, ob wir eine schöne Runde noch drehen, bevor wir nach Hause fahren. Ich halte schon auf dem Laufenden. So, zwei Spanngurt rum. Und das reicht dann. Das Gepäck befestigt. Jetzt muss ich euch aber noch was zeigen. Wie gesagt, gestern bin ich ja im Dauerregen gefahren. Jetzt schauen wir hier nochmal her. Was seht ihr hier? Das sind meine Daytona Stiefel. Die sind erst 2 Wochen alt, die habe ich neu gekauft wieder. Das ist mittlerweile mein drittes Paar. Ja, und gestern im Dauerregen, also circa 3 Stunden bin ich im Regen gefahren, wobei es war auch stark Regen dabei. Große Pfützen waren dabei auf der Straße und ja, einige sogar Wasserdurchfahrten, kann man sagen. Sie waren nicht ganz dicht. Das sind also keine billigen Schuhe, sondern innen drin haben Gore-Tex, aber sie haben leichte Feuchtigkeit durchgelassen. Gut, auch nicht schlecht, das ist nicht tragisch. Da im Zimmer haben Fußbodenheizung gehabt, das am Tag, also nachts eigentlich trocken waren, kann man sagen. Aber ganz dicht sind scheinbar doch nicht. Also regenfest, wenn man da tagelang Regen fährt, ist auch nicht gut. Aber sonst bin ich echt zufrieden mit diesen Schuhen da. So, jetzt gehen wir noch zu meiner Maschine, machen wir einen Start. Kaltstart. Da muss ich mal warten bei der BMW, bis das zweite Licht da ausgeht. Dann kann man eigentlich starten. Das war schon mal nichts. Dann schaut man sich jetzt nochmal aus. Mache es gleich nochmal. Man muss auch immer länger auf dem Gas draufbleiben. Das springt eigentlich zuverlässig an. Jawohl, das hat es. Jetzt sehen wir gleich meinen Kilometerstand. Da steht drauf 11.000, das wären jetzt 111.923, das sind aber 1.000 weniger, also 110.923 Kilometer. 110.923 Kilometer. Über Tankrucksack kommt nur ein Spanngurt drüber. Da ist dann mein Handy drin, das stecke ich vorne an. Ja, dann geht das schon los. Das ist hier, zeige ich jetzt
dieses Neuhaus. Und da drüben sieht man auch hin zum Gasthof Oetzl. Das ist das Gebäude hier. Schauen wir kurz die Berge rauf. Und das blickt Richtung Italien. So, aber wir fahren jetzt weiter Richtung Villach und drehen noch eine Runde um den schönen Wörthersee. So, mittlerweile in Villach und weiter geht es jetzt rund um den Wörthersee. So Leute, bin also hier jetzt an diesem wunderschönen Wörthersee in Velden. Machen wir einen kleinen Rundumblick hier. Es ist heute endlich mal schönes Wetter, eigentlich das schönste Wetter seit 5 Tagen. Heute haben wir den 6. Tag. Jetzt blickt man einfach ein wunderschönes Hotel. Da wird ein tolles Teil hier. Nicht umliegt mehr Preisklasse wahrscheinlich, aber anschauen kann man es einmal. Wunderschön. Das Gebäude hier. Das war eher meine Preisklasse. So, jetzt schauen wir durch mal da. So, jetzt einmal Kartenansicht, da man sieht, wo ich da so bin, oder wo der Wörthersee liegt, oder wie er liegt. So, noch ein bisschen genauer. Hier sieht man Velden und den Standort. Ja, an diesem wunderbaren See und den Ort überhaupt sind schon viele Filme gedreht worden. Und ich stehe gerade neben so einer Büste. Professor Karl Spies. So, ich hoffe, man kann es gut lesen. Ja, es sind hier wunderschöne Filme gedreht worden. Man kann denken, wer möchte, aber es war ganz unterhaltsam. Der andere, das Schloss am Wörthersee. Tja, wir fahren also auf alle Fälle weiter. So, wieder ein Stück weiter Richtung Maria Wörth. Ist wirklich wunderschön, hier am Ufer entlang zu fahren. Es ist so gut wie kein Verkehr. Da hat man so, kommen zwei Autos, aber es ist eigentlich nichts los. Die Maschine läuft noch, aber die hört man so aus. Und schauen wir mal runter an den See. Ja, das Schöne an der Jahreszeit ist einfach, dass nichts los ist. So, da gehen wir rund rüber. Wir dürfen das. So. Dellach. Dellach, was ist das da, wo wir sind? Wunderbar auf den See raus und drüber. Und schauen wir mal vor Richtung Velden. Da vorne liegt also Velden. Das Ganze ist halt die Wörthersee-Schifffahrt. Da ist so eine Tafel dort. Na, ja, schau mal, was so Spaß da kostet. Ganz so billig ist es nicht. Auch nicht ganz so billig das Frühstück da. Ja, aber wir sind ja nicht in einer ganz billigen Gegend da.
Das ist schon klar. Wir starten jetzt wieder weiter. Da kostet es einfach was. Die Jahreszeit ist super, nicht los. Da taugt es mir ganz gut. So, dann starten wir wieder weiter. Und schauen, was wir alles noch sehen so heute. So, ich bin jetzt gegenüber so einer kleinen Insel, die heißt Kapuzinerinsel. Kapuzinerinsel. Und mit Blick auf die Halbinsel Maria Wörth. Da fahren wir nachher noch hin dann. Das ist die kleine Kapuzinerinsel. Da haben sie auch ein kleines Bild von der Insel, eine Luftaufnahme. Auf der Insel da gibt es oder leben hauptsächlich viele Vögel. Ja, und besondere Fische gibt es dort auch und Ringelnatter und so weiter. So, und dann noch blicken über auf Maria Wörth. Ja, da wo ich jetzt stehe und so fahre, da kostet normalerweise, wenn die Hauptsaison ist, ich habe jetzt fahren wahrscheinlich wieder. Hart ist wieder auch nicht, da werden tausende Radlfahrer sein und Fußgänger, Partygäste, ja, dort ist es. Aber heute ist es ja immer wunderbar. Na, ist das nicht wunderschön dort? Also, der Song kitschig schön, oder? Ja, ganz klar, dass man dort auch dann Filme gedreht hat. Und das ist ein wunderschöner Wörthersee. Aber ich muss sagen, ich habe das selber angeschaut damals, diese Filme, Schloss am Wörthersee, mit einem Roy Schwarz. Und das waren nicht schlechte Filme, das war um 10 Uhr holzsam und lustig. Und hier haben sie sogar noch so Panoramafenster gemacht. Ja. Einfach wunderschön. So, jetzt viel zum Lesen. Also die Bayern haben überall ihre Finger drin. Bitte, wer es interessiert, soll anhalten das Video. Jetzt gehen wir mal zur Richtung Kirche rauf. Ja, also links neben der Kirche ist noch eine kleinere Kirche oder Kapelle. Dort habe ich auch einen Souvenirstand. Bloß ist niemand da, die wollen das Zeug umkauft. Weil eben niemand da, keine Touristen. Außer ich, und ich kaufe nichts. Aber ich schaue trotzdem mal zu dieser kleineren Kapelle rauf. Das ist alles wunderschön, es ist unglaublich schön gemacht alles. Natürlich ist auch alles offen. Dann schauen wir mal rein. Ganz tolle Marienfigur, auch hinten am Altar, am Fenster, schönes Fensterglas. Ja, das ist also jetzt die sogenannte Winterkirche oder Rosenkranzkirche, so ist drin gestanden. Jetzt gehen wir da rüber. So, jetzt gehe ich rauf
Eine wunderschöne Holztreppe mit einem wunderschönen Gebälk. Sind auch schon Heiligenfiguren eingelassen da. Ein Datum steht drauf oben. So, jetzt bin ich also da oben. Die Kirche ist auch umgeben mit einem wunderbaren, das heißt wunderbar, also das Leben heute halt, Friedhof. Da hat einer seinen Helm vergessen. Mit lauter schönen schmiedeisernen Kreuzen. Und da ist der Eingang dann. Da schauen wir zum Beispiel auch rein. Ja, da sehe ich auch eine Türe. Da haben schon ein paar Kinder was gemalt und geschrieben, das ist wirklich richtig. Genauso ist es. Und nicht anders. Also wenn wirklich was wunderbar ist, ist doch diese Kirche drin. Einmalig schön. So, jetzt schauen wir nach draußen. Ja, einfach herrlich. Das ist übrigens der Blick, wenn man ganz zuvor schauen würde, da wäre Klagenfurt. Aber sind es noch einige Kilometer hin. Ja, und den Helm hat auch keiner mitgenommen. Lauter brave Leute. Das heißt, lauter. Kein Mensch da. In der Kirche war vorher eine Frau drin. Hat wunderbar gesungen, leider bin ich spät gekommen. Jetzt schauen wir rüber. Richtung Felden.
Das ist ein Bilderbuchpanorama einfach. Und zum Abschluss schauen wir noch ein paar Blumen an. Schöne Tulpen und Narzissen. Schließlich haben wir ja Frühling. Freunde, ich danke euch fürs Video. Ich mache hier Schluss. Vielleicht drehen wir noch weiter. Ich werde das Video beenden jetzt hier. Dankeschön, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und wer Lust hat, kann es abonnieren. Kostet euch nichts, um wieder zu freuen. Servus, 14.